Howdy. Und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit dem OW. Mit dem, ja, Profispieler kann man schon fast sagen, mit 3000 Stunden Spielzeit seit der Alpha 14. Ja, wir haben in der ersten Folge Kochtopf, Grill gekauft. Den Rekt ein bisschen beleidigt und ihn eigentlich ausgedacht mit seiner simplen Logik hier. Ja, wir haben Essen, wir haben Trinken. Wir können jetzt unsere Fackeln für die Nacht herstellen. Und was wollte ich denn noch machen? Ich überlege gerade. Ja, wir wollten jetzt einfach ein bisschen looten. Ne? Dass wir an Essen und Trinken kommen. Wie gesagt, ist nicht so, dass es uns scheiße geht. Wir bringen quasi die erste Nacht jetzt hinter uns, machen den Trailerpark, machen diesen Laden da vorne. Wenn die Nacht rum ist, gehen wir zur Trader Chen in verbrannten Wald. Und dann gucken wir mal, was die so hat. Hier den Honig werde ich dem Typ noch abkaufen. Das können wir gleich mal machen. Warte mal, bevor der zumacht. Dann haben wir schon mal dreimal Honig und einmal Antibiotika. Auch das Problem gelöst. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Um nichts. Wir haben alles, was wir am Anfang brauchen. Und jetzt werden wir Essen und Trinken finden. Ohne Ende. So, du Penner. Demento. You best keep clear of me. You break any of my shit, you're paying double. Thank you very much, and now you can go fuck yourself. Ich lach dich so aus, du dummes Scheiß-Demente-Scheißvieh. Dummes Scheiß-Demente-Scheißvieh. Ja, der kommt, der kann nicht genug beleidigt werden. Er beleidigt mich ja auch. Vollidiot. So, dreimal Honig. Ah, die Geräusche. Ja, ich finde das gut. So, dann machst du das hier hin. Das Gewehr bleibt hier. Ja, Munition, das ist auch noch so das, was wir ein bisschen brauchen. Wie viel Schuss haben wir? 4. Werden wir aber gleich was finden. Weil wir dann am Tag, wenn wir den Trailerpark als Quest annehmen, ich zerleg dort jetzt alles. Dann können wir den Tausammler bauen. Da hast du genug Plastik zusammen. Ja, ich weiß halt, wie das Spiel funktioniert. Ich bin quasi mit dem Spiel aufgewachsen. Nehme ich jetzt auch mit. Na gut, hier darf ich nichts abbauen, sage ich mal. Also darf. Das spawnt ja nicht nach. Das ist ja keine Quest. Die Reifen habe ich jetzt bloß mal abgebaut. So, dann gucken wir mal hier rein. Guten Tag. Guten Tag. Keiner da. Ach ja. Guckst du dir an. Die Weiber hier, ekelhaft. So, ab jetzt lesen wir auch alle Bücher. Das ist schon mal gut. Das können wir später mal herstellen, aber ab Stufe 4 und 5 würde ich dann das Gewehr herstellen. Nicht das Gewehr, das Maschinengewehr. So, Essen. Dann wollen wir mal. Wir werden jetzt so viel Essen und Trinken finden. Also, ich persönlich weiß wirklich nicht, wo das Problem ist, Essen und Trinken zu finden. Ich gehe mal von einer ganz einfachen Logik aus. Jetzt bei neuen Spielern, was mir sehr oft auffällt. Auch heute noch im Community-Hub von Steam. Ja, mir gefällt die Mechanik jetzt auch nicht. Dass zum Beispiel die Gläser rausgenommen sind, weil es Blödsinn ist. Ich gehe davon aus, dass gerade so neue Spieler irgendwie darauf hoffen, dass sie was geschenkt kriegen im Spiel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die hocken anscheinend nur in ihrer Base oder fangen halt an, ihrer Base zu bauen, gehe ich fast von aus. Ist klar, dass du da kein Essen und Trinken hast. Primär kannst du nicht anfangen, einfach eine Base zu bauen. Du solltest dich schon erstmal ein bisschen kümmern. Erstmal die Grundausstattung holen. Dann kannst du immer noch bauen.
So, dann fangen wir mal an. Jetzt looten wir erstmal alles und dann zerlegen wir alles. So, Inge, ich komme mal rein. Das ist nämlich die Inge. Die hat sich als Kerl verkleidet. Sehr gut. Munition. Ja, das Diplom ist doch gefälscht. Das ist gefälscht, bin ich mir sicher. Das können wir gleich mal lesen. Noch eins brauchen wir. Und dann müssten wir eigentlich den gelben Tee herstellen können. Alter, was wir hier finden. Level up. Dann gehen wir gleich nochmal auf Packesel. Oder? Warte mal. Lass mich mal überlegen. Packesel brauche ich jetzt nicht zwingend. Mach mal Ausdauertraining. Oder? Speere. Nee, nee, das machen wir nachher. Der glückliche Sammler brauche ich jetzt auch noch nicht. Komm, mach jetzt den Packesel erstmal fertig. Wir haben doch Zeit. Ein Kaffee. So, zeig mal. Goldrutentee, sag ich doch. Ja, man merkt mir schon an, gell, dass ich hier fit bin. Selbst mit den neuen Mechaniken. Wie gesagt, seit der Alpha 14 spiele ich das intensiv. Aber ich hoffe, dass man nicht jetzt immer noch, es ist ja eigentlich eine 1.0, immer noch ständig neu anfangen muss, sobald hier ein Update kommt. Weil das geht einem so auf den Sack. Jedes Mal sammelst du hier deine Lebenszeit rein. Hast hier richtig Arbeit drinne verbracht, indem du das Gebäude baust, herrichtest, lootest, levelst, alles. Und dann musst du neu anfangen. Es reicht langsam, Funpips, ne? Habe ich euch in der letzten Dings auch schon gesagt. Es ist wirklich so. Die sollen aufhören mit dem Scheiß. Wir brauchen keinen Content mehr. Normalerweise. Aha, Roswitha. Nee, das ist der Werner. Der verkleidet sich gerne als Frau. Komm mal her, Werner. Blödsinn, ja. So. Essen und trinken. Ohne Ende. Das sind schon 30 Nahrung, wenn wir uns das jetzt grillen. 40. 55. Einmal voll gegessen. Wir haben noch eins. Was ist denn der Quatsch? Ja, der macht halt richtig Schaden, aber Ausdauer kosten 22. Komm, ich nehme den mal. Ich knüppel hier ihn nieder. Pass mal auf. Zur Not gehe ich diesmal auf die Zweihandhammer. Wir vergleichen mal. Der ist natürlich schon Stufe 5, ne, aber... Der Schaden ist halt immens, gell? Und die Dämmerung. Aber wir werden ja so viel Spaß haben. Ich liebe das Spiel. So. Schon wieder essen. Gerade sowas hier. Die Anfangsgebäude. Da findest du genug Essen. Überhaupt. Ich hatte hier noch nie in meinem Leben Essen- und Trinkenprobleme in dem Spiel. Noch nie. Gut, vielleicht wo ich angefangen habe, das zu spielen mit der Alpha 14. Ja, wir gehen auf Hammer diesmal. Ja, und später klopfst du die Dinger damit auch auf. Da gehen wir auf Hammer.
10% mehr Schaden an Kohle und verbrannten Holz. Okay. Schon wieder essen. Schon wieder essen. Munition. Geil, Rüstungsteile. Brauche ich ja mindestens. Die Blumen nehme ich auch mit. Warte mal, ich will ja alles soweit mitnehmen. Stühle, alles schon mal. Für später, wenn ich dekoriere. Wir nehmen alles mit. Hier, Stühle. Ne, die gehen nicht. Ah, die kannst du gleich abbauen. Komm. Die lohnt sich nicht. Wir werden nachher gleich genug Plastik haben. Abwarten, Leute. Das nehmen wir mit. Sag mal, kann die Musik sich mal entscheiden, welches Musikstück läuft? Das nervt langsam, gell? Muss ich mal sagen. So, und da werden wir uns dann gleich den Tausammler bauen können. Kein Problem für OW. Ich bin's einfach in dem Spiel. Stoff. Stoff. Ich nehme jetzt alles mit hier. Hier ist nichts weiter. Ja, Stoff. Spawnt ja alles nach und dann lasse ich es ganz. So, welches Jahr haben wir denn? 2034. Also Leute, 2034 ist es vorbei. Frisch der Weltkrieg aus. Wir nehmen ja alles mit. Ingo, ich komm mal rum. Ingo. Der Propellermützenträger. So ein Vollidiot, der ist doch im Lasertunnel. Vielleicht gehe ich wirklich auf die Hämmer. Wisst ihr? Bei Stärke baue ich ja eh aus. Komplett, so früh wie möglich. So, hier ist der Endloot drinne. Hier schon drin? Nee. Stuhl mitnehmen. Aha. Ja, der verbraucht halt sauigst Ausdauer. Müssen wir da mal ein Skill reinsetzen. Essen. Yucca-Saft, das ist richtig gut. Richtig gut ist das. Essen. Komm, die zwei Konserven essen wir gleich. Hühnchenration. Komm, dann kannst du das auch gleich essen. Ich bin's in dem Spiel einfach. Alles easy. Die Musik kann sich hier nicht entscheiden, ne? Ist ganz schlimm. So, Endloot. Meistens ist ja die fette Erna drin. Die ekelhafte. Nochmal essen.
haben wir die Challenge sogar schon abgeschlossen. Sammle Plastik. Danke. Da ist er, die Fette. Bevor die jetzt mein Endloot auffressen will, muss ich die töten. Guck sie dir an. Verfressenes, fettes Schwein. Ja, die Alte habe ich mal richtig zerstört. Guck's dir an. Ist die eklig, Alter. Die fette Erna. Die schlimmste. Oh, das nervt auch, wenn du hier auf jedem Scheißblock hoch und runter switchst. Die Musik kann sich nicht entscheiden. Ich mach die gleich aus, ehrlich. Schon wieder essen. Maisamen. Die Blume nehmen wir mit. Der Endloot. Wer hätte es gedacht? Weg. Oh! Gut. Wasserproblem nochmal gelöst. Jetzt können wir überall Wasser trinken. Und das werden wir auch machen. Da brauche ich nichts mehr abgucken. Können ja gleich mal gucken. Da gehen wir dann hier mal aus dem Tümpel saufen. Das machen wir jetzt mal. Also, ich meine, ich habe es ja so schon nicht schwer in dem Spiel, aber das Spiel macht es mir richtig einfach. Diesmal. Komm. Dazu musst du bloß eine nacksche Hand haben, also nichts in der Hand haben. Und dann können wir jetzt bedenkenlos, wir können auch bedenkenlos das hier trinken. Ne? So. Und die Challenge auch. Ja, da spiele ich diesmal mit den Hämmern, ne? Müssen wir mal gucken. Der hat ja auch eine solide Reichweite. Ja, Plastik. Wie viel macht denn das aus? Jetzt muss ich mal gucken, weil die verbrauchen sauigst Ausdauer. Ja. Komm, wir gehen schon mal rein. Mehr Schaden. Wollen wir das mal vergleichen? Pass mal auf. Also, jetzt machen wir Schaden. Dann stecke ich jetzt in den Punkt rein. Schaden mit dem Hammer 25. So, ne? Die Mods zeigt es übrigens immer nicht mit an im Schaden. Das finde ich komisch. Bei der Waffe ja, aber nicht bei, bei deiner Statistik. So. Das sind ja 10%, sind wir schon bei 28, oder? Mal gucken. 27. Ja, das Spiel lügt auch, oder? Ja, dann spiele ich diesmal mit den Hämmern. Zeig mal. Da musst du echt Punkte reinstecken. Und das werden wir machen. Komm, ich spiele mal mit den Hämmern. Ich liebe ja sowieso solche fetten Zweihandhammer. Und dann... Boom, die fette Erna zermatscht. Schmeckt mit Eier, werde ich nie herstellen. Wozu? Brauche ich nicht. Weil ich es einfach bin. So, schön. Und wir boxen uns später selbst durch Metalltüren mit dem Hammer. Das ist ja das Gute. Ist der Blockschaden hier mit drin? Ne? Schwinge die sogar schneller. Oh, das wird gut. Gut, dann haben wir das.
Plastik. 74. Dann bauen wir jetzt den Tausammler. Das müsste reichen. Ich kann ja noch mal gucken, ob hier noch irgendwo Plastik ist. Das hier. 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 Pflanze mitnehmen. Aha, guck mal. Das kannst du auch gleich essen, mein Guter. Gut, dann scheiße ich jetzt auf den Packesel und baue jetzt erstmal den Hammer weiter aus. Richtig damagen und die Ausdauer reduzieren, weil die fressen wie Sau. Das werden wir machen. Noch reicht's nicht ganz. Es fehlen noch 11 Plastik. Ist aber kein Problem. Saufen. Oh, wir werden... Thank God, it's almost closing time. I've had enough bullshit for one day. Mhm. Hoffentlich stehst du nie wieder auf, Blödmann. Dann plünder ich deinen Laden, fackel alles nieder. So, wir werden sowas von verdursten. Und wir werden sowas von verhungern. Um Gottes Willen. Jetzt guck doch mal. Hm? Ganz schlimm. Von nichts kommt nichts. Das ist auch im Real Life so, liebe Leute. Ihr müsst euch schon hardcore ans Looten machen. So, gut, Essen, Trinken, haben wir alles. Weiter geht's. Das Gute ist, ich kann den ja einfach mit einem Stein reparieren. Zack. Gut. Komm, dann machen wir das jetzt gleich nochmal. Ich nehme das jetzt schon an. Da kann ich den Hund noch, bevor es zu dunkel wird, abknallen. Komm. So, Startestufe 1 Quest. Abholen. Vorräte suchen. Ist ja kein Problem. So, dann machen wir mal den Hund. Oh, die Dämmerung. Da ist er. Und eine Schlanke. Die halte ich mir auf Abstand. So. Ja, das Problem ist, dass wir nicht viel sehen werden. Also ich sehe mit meinem Bildschirm genug, aber ich stelle ja das Spiel mit Absicht auf Helligkeit 0, weil ich mag das. Wenn Nacht ist, ist es bitte auch Nacht, dann ist es nun mal dunkel. Und wenn ich jetzt die Ausrüstung nicht habe und nur die Fackeln, dann ist das nun mal ein scheiß Feature vom Spiel. Sie haben ja die Nächte schon verhellert, ne, weil sie alle rumgeheult haben. Sperre nutzen sich langsamer ab. Ja, ich verwende diesmal keine Sperre. Verbrauche keine Ausdauer, wenn du schleichend sprintest. Jetzt ist die Nacht herangebrochen. Sonne ist untergegangen, das war's. Erstmal hier alles ein bisschen looten. Da machen wir es gleich nochmal. Theoretisch brauche ich nur die Vorräte hier rausholen jetzt. Und dann kann ich wenigstens frei rumlaufen. Das machen wir jetzt auch. Ingo? Roswitha? Komm. Ich gebe dir die Erleuchtung. Ah, die übelste Jesus-Erleuchtung. Du Alte. Und jetzt. Jawohl.
Aber ich werde mit den Hämmern spielen. Das ist genau mein Ding. Wie so ein fetter Oger von Total Warhammer 3. Das kannst du wissen. Kannst du mal schön deine Mutti vollkotzen. Mit deinem Rumgeheule. Ich werde die alle besiegen. Ich werde so viele Zombies besiegen, dass bei anderen Spielern keine Zombies mehr spawnen. Das ist ja nur die Wahrheit, gell? Kürbiskäsekuchen werde ich nie herstellen. Ich habe so viel trinken. Ja, schön Wetter essen. Ich weiß nicht, wo das Problem sein soll. Alle unfähig. Gut. Da kommt sie, die Inge. Komm ins Licht, das OW. Wie das Auge wackelt, das raushängt. Müsst ihr mal gucken. Das Auge. Ja. Bubbeldi, 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 bubbeldi. Tschüss. Alte Schlampe. Jawohl. Ich hab dir das Nasenbein zertrümmert. Ja, es ist ja die Wahrheit, ne? Kann ja schlecht sagen, ich hab sie gestreichelt, so ein Blödsinn. Wenn es so ist, wie man sieht, ist es so. Ingo. Fritz. Werner. Ingo. Einmal mit der Fackel ins Gesicht. Komm her. Komm her. So, jetzt reicht's. Ich zerklopf dich. Jawohl. Ich habe ihn zerstört. Guck dir das an. Den Loser. Mit einem Hammer das ganze Gesicht zermatscht. Oh. Oh, der fette Ingo. Komm mal her, du fettes Schwein. Du bist schon ein bisschen widerlich, gell? Kann ich hier die Fackel mal irgendwo setzen? Nee. Da. Ich will das nämlich sehen. Komm her. Ich prügel dir das Fett. Du musst ihn jetzt voll mit dem Hammer auf den Bauch klopfen. Richtig ausholen, reinschlagen. Und dann kotzt er seine Gedärme aus. Boah, ist du eklig, Alter. Du ekelhaftes Schwein. Bah. Wirklich widerlich. Kleber. Ja. Creepy. Flackert. Das ist Conjuring. Das ist Evil Dead. Da draußen ist schon wieder irgendein Blitmann. Aha, ich hab dich gesehen, da. Komm mal her, du Wichser. Ich werde dich zerklopfen. Verschlag dich. Komm her. Komm ins Licht. Ich will das sehen, wie sie zermatscht. Der liegt genauso da, wie Sheldon Cooper schläft. Ja. Ganz ordentlich die Arme und Beine. Guck. So. Ja. Ich hab den das Bein abgeschlagen. Ja, wir spielen das richtig schön gemütlich. So, dann kloppen wir den Mist jetzt mal auf. Da finden wir wieder Essen.
Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht. Es kann daran liegen, dass ich einfach gut bin. Oh nö, so eine Köterhöhle wird da ja. Ich bin nicht so der Hunde-Fan. Die nerven. Sie stinken, sie nerven, sie bellen den ganzen Tag rum. Hallo. Liegen bleiben. Oh. Ein Sperrbuch. Level up. Dann gehen wir gleich nochmal auf den Knüppel. Komm. Schädelbrecher. Hau drauf. 20% mehr Schaden. Weiter die Ausdauerkosten gesenkt. Geil. Okay. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Wir gucken. 29. 28. Hä? Das ist schon komisch berechnet, ne? Also 20% sind bei mir ein bisschen mehr. Gell? Vom Grundschaden. Keine Ahnung. Das sind bei mir 29. Ja, das Spiel lügt. Das will einfach nicht, dass man zu stark wird. Das hat Angst vor mir. Die Funpimps kotzen eh ab. Weil es so gute Spieler gibt. Das merkst du an dem Bau der Gebäude. Weil die Gebäude so gebaut sind, dass die nur plötzlich hinter dir auftauchen. Plötzlich von der Decke fallen. Du bist umzingelt. Du stürzt irgendwo runter. Bist umzingelt von Zombies. Die wollen, dass du stirbst. Das wollen die. Werden sie bei mir aber nicht schaffen. Ich bin zu tough. Können sie sich Mühe geben, wie sie wollen. Ich werde hier richtig tough wieder. Holen wir uns mal ein Endgut. So, wo sind die Fette? Komm. Ich will dich zerstören. Ich zermatsch dich. Ich zerklopf dich. Bis du wie so ein blutiger Teppich hier ausgebreitet bist. Komm her. Steh auf. Oh, die Schlüpper vollgeschissen. Boah, die fette Mutti. Die fette Erna. Schlimmste. Das müsst ihr mir glauben. Mitzetatsche. Ja, das verrottete Sofa. Hier saß die Fette den ganzen Tag drauf. Du siehst ja richtig den Abdruck. Und hat gefressen. Hier neben dem Kühlschrank saß die. So eine verfressene fette Oma. Ekelhaft. Das kann man uns gleich einverleiben. Da geht Wasser und Nahrung wieder komplett voll, kannst du sagen. Nicht ganz. Aber es reicht. Ja, guck. Die war zu faul, sich aufs Klo zu setzen. Die hat eh mit ihrem fetten Arsch nicht drauf gepasst. Guck dir das an hier. Die hat sich hier in die Wanne geschissen, hier ins Waschbecken geschissen, da hat die sich bloß angelehnt, die Wurst reinschmieren lassen. Boah, das war der ekligste. Oh, Molotow. Können wir ja mal nehmen. Aus Spaß. So. Ich hab schon wieder so viel Essen. 50 Essen. Hier nochmal Fleisch, hier nochmal ein Ei, hier nochmal 10 Essen, hier nochmal 15 Essen. Also, 4 Wasser schon wieder. Sagt mir jetzt endlich, wo das Scheißproblem ist, hier Essen und Trinken zu finden. Mann! Ich versteh's nicht. Gibt's nicht, das Problem.
ganze Map ist voll. Ihr lügt. Ihr lügt nur rum. Alle. Guten Tag. Aha. Wieder so ein fettes Schwein. Mit dich wäre ich richtig zerhacken und zerklopfen. Erstmal wirst du niederknien. So, wir haben ein Quietschevieh. Die mag ich ja nur gar nicht. Wo bist denn? Da. Das war's, mein Freund. Oh ja. Ja, gemütlich, gell? Komm, wir gucken hier noch rein. Schon wieder essen. Eine Erleuchtung. Komm. Erleuchte dich. Jetzt. Dann. Ah, das werden wir am Tag schön sehen, wie es zermatscht. Das ist bei Nacht halt doof. Eine Taschenlampe. Naja. Komm, die verkaufe ich für 72. Was soll ich mit einer Taschenlampe? Ich brauche wenn die Feuermod. Die würde ich nehmen. Da kannst du. Das Coolste ist, wenn du die Taschenlampe hast, also die Helmlichtmod, lässt die aber aus und hast eine Waffe, mit die, was ja dann Licht macht wie die Fackel. Und dann durch die Gebäude. Das ist immer geil. Das mag ich. Das werden wir auch viel machen. Ich will die Atmo genießen. Eigentlich sind das ja alles Lost Places, ne? Das macht Spaß. Was? Speer weg. Gemüseeintopf und Wildbreteintopf. Das werden wir primär kochen später. Dauert aber noch. Das kommt alles im Endgame bei mir. Ich will looten. Gut, warte mal. Hier wollten wir nochmal rein. Da war ja noch was zu holen. Das ist ein scheiß Kranich. Wer hängt sich bitte ein scheiß Kranich-Bild, wo die Hälfte vom Bild schwarz ist? Wer hängt sich das in die Bude? Vollidioten. Hässlich. Ich liebe Tiere, aber das Bild ist hässlich. So. Neun Eisenbahn. Das heißt, wir haben nie wieder Probleme, Repair-Kits herzustellen. Wir können 9 Stück alleine schon herstellen damit. Weil Klebeband stelle ich in Massen her. Ich könnte jetzt schon wieder, können wir ja mal machen. Klebeband. Warum? Ach, warte mal, ich will mal was gucken. Rezepte. Stoff haben wir zu Hause. Können wir schon wieder Klebeband herstellen? Auch zu Hause mit dem Gelumbe. Und mit Klebeband und den Ding. Also können wir 9 Repair-Kits herstellen. Das heißt, egal was wir für eine Waffe finden, die sowas benötigt, wir können sie verwenden, ohne uns Sorgen zu machen, dass sie kaputt geht. Gut. Wo war der Laden? Da will ich jetzt noch reingucken. Dann ist die Folge schon wieder fast zu Ende. 39 Minuten sind wir schon wieder. Aha. Den Schuss kriegst du ab. Dann haben wir schon wieder Fleisch. Da ist noch eins. Das müsste ich irgendwie schleichen. Meine. Nein.
Die alte weggeboxt. Jawohl, du hast einen Durchblick. Weil ich musste das Reh jetzt schnell abbauen, weil die Zombies fressen die und dann kannst du weniger abbauen. Den einen Hit habe ich jetzt gerne eingesteckt. Alles kein Problem. Das sind halt Profis. Die machen das aus dem Nichts. Die timen das, die wissen genau, das ist jetzt nicht riskant und... Ne? Ich spiele es ja lange genug. Das hast du alles verinnerlicht, das ganze Spiel. Wo war denn der Laden? Jetzt haben wir bloß keine Munition mehr. Das ist aber nicht schlimm. Ich könnte mir zur Not die Pistole bauen. Wir haben uns aber 3 Hunde vom Hals gehalten und das ist viel wert. Na, Willi? Du Scheißkerl. So. Komm. Gleich noch eine Stufe drauf. Dann sind wir bei Stufe 3. Zeig mal. Na, jetzt kann man schon 4-mal ordentlich klopfen. 47 plus 30%. Das zeigt es ja hier nicht an. Das zeigt ja immer nur den einfachen Angriff an. Plus 30%. Also sind wir da locker bei 60 Schaden, mindestens. Mit einem kräftigen Angriff. Weißt du, verstehst du annähernd, was ich sage? Wir gehen hier auf 2,5-mal diesmal. Ich höre die alle klopfen. Ich bin ein Oger. Wo war denn der Laden? Hier vorne? Ja, wir müssen erstmal heben. Aha. Komm mal ins Licht. Ich will sehen, wie du zermatschst. Wir machen mal eine dritte Fackel. Für einen Notfall. Das Auge wackelt. Wubbidi. Wubbidi, wubbidi. So, tschüss. Ich sagte tschüss. Bleib liegen. Oh, einfach das Becken gebrochen. Bei der Alten. Ich will dich kaputt machen. Ja. Ich werde euch zertrümmern. Elender Umbrella-Brut. Ich bin das letzte End. Ich bin hier der Pyramid-Head. Der Pyramidenkopf von Silent Hill bin ich für die. Ich bin der übelste Richtergott, der hier gekommen ist, um Umbrella zu vernichten. Ich werde die alle zerklopfen. Das ist mein Hammer des Gesetzes. Komm, den Laden, da will ich noch... Nee, der... Wo ist denn der? Ich bin dumm. Ah ja, doch. Ausdauer, Skill mal als nächstes. Packesel brauche ich nicht, wegen den 4 Slots. Das kann ich später machen. Das ist nicht schlimm. Da lieber die Ausdauer. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin hier Doomgott auf UW. Ich bin hier Gott. Ingo? Nee, das ist der fette Fritz. Den muss ich mal Manieren beibringen. Ich komm mal rein. Jawohl. Wo bist denn? Ingo?
Wetter. Komm ins Licht. Ich muss den Dicken erstmal wegmachen. Ich erzähl dem mal, wie das hier läuft. Also, du erscheinst, ich erscheine und du bist tot. Mehr ist es nicht. Ganz kurz und knapp. Das war's. Komm, wir hacken das jetzt auf. Immer das Rumgerenne hier. Der erste Crawler. Ich bin hier Gesetz. Ey, ist das nur geil? So, meine Fackel, wo hat schon die? Hier, gell? Wir machen das, wie gesagt, schön in Ruhe. Geht ja im Moment nicht anders mit den Fackeln. Ja, die Hammerbücher, die sind jetzt Gold wert. Gelbe Farbe zerlegen. Ich verwende nur Rot und Blau. Ne? Die anderen zerlege ich. Und da habe ich schon mal ein bisschen was zu meinem Gebäude anmalen. Ein Sprengstoff. Puh. Jetzt können wir Rohrbomben herstellen. Wir werden auch mit Sprengstoffen hier mal arbeiten. Ich will ja alles mal in der Staffel drin haben. Sprengstoffe. Schön Granaten. Mollys. Alles werden wir machen. Plastik. Nee, diesmal nicht. Essen. Komm, jetzt machen wir uns voll. Essen. Den hier trinken. Dann verbrauchen wir 15% weniger für 6 Minuten Nahrung und Wasser. Dann isst du das noch dazu und dann bist du voll. Schon wieder neuen Wasser einstecken. Ha. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, was die alle rumheulen. So, wir machen mal hier ein bisschen Licht. So. Und dann geht's los. Der Fritz. Der Ingo. Denn? Jetzt machen die mir das Gebäude kaputt. Hier können wir abkürzen. Hört doch mal auf, mir das Gebäude zu zerkloppen. Wo bist denn? In der Wand. Ja. Na klar, dass du so bekloppt bist. So. Mein Freund. Wo ist denn der schon wieder? Aha. Komm her. Der ist betäubt. Das ist so geil mit den Knüppeln. Komm her. Und jetzt. Alter, habe ich den zerstört. Den Blödmann. So, Packesel. Fertig. Gut, dann suchen wir mal ein Endloot.
Den muss es ja hier auch geben. Guck mal, so schön in Ruhe, ne? Wir haben Zeit. Kein Geier zum Glück. Nee, Spiel. Lass mal. Och. An dir ist doch nicht mehr dran, du Grillwürstchen. Soll ich dich nochmal anbrennen? Leb wohl. Du bist nix. Aha. Ich würde gern erst das Garagentor aufmachen. Da. Das sind wieder Profis. Dann haben wir Spielraum. Alter, hab ich den Arm, der Hand abgehackt. Immer mit der Ruhe. Gut. Dann haben wir das Gebiet gesäubert. Ah, das macht so Laune. Du kannst dir richtig Zeit lassen. Am Anfang lasse ich mir auch richtig Zeit für das Spiel. Später pfeffern wir natürlich auch so ein bisschen durch die Gebäude durch. Aber später. Noch ein Repair-Kit. Ah, die Sonne geht auf. Kam immer mal ein Crawler, den gibt es anscheinend nicht mehr. Ich weiß es nicht. Das war mal richtig fies. Den hast du nicht gehört. Das ist sogar ein Stufe 2 Gebäude gewesen. Das zerlegen wir. Brauche ich nicht. Das können wir verkaufen, das haben wir schon. Die Mod ist schon mal gut, die bauen wir hier an. Geht der Schaden hoch und wir können noch mehr Munition reinladen. Schaden plus 3. Magazingröße jetzt 22. So, das verkaufe ich nicht, das zerlege ich. Gut. Was soll denn das eigentlich für ein komisches Gebäude sein? Da ist irgendwie alles drin. Du kommst rein, da ist es ein Laden. Dann hinten ist es eine Garage mit Werkstatt. Oder ist das ein Kombi-Gebäude? Durch dieses Loch in der Wand, ne? Hier. Das Beste mit. Ausdauerbonus. 30 für 5 Minuten. Wasser drin. Gesundheit 32 zur Heilung. 64 Nahrung. Den werden wir uns primär herstellen später. Komm, wir genießen den Sonnenaufgang.
ging's denn hier hoch? Ja. So. Kann ich hier irgendwie hoch? Meine Baublöcke brauche ich noch. Ah, die Ruhe. Umbrella. Hörst du mich? Hat geantwortet. Hast du gehört? Das ist meine Kampfansage. Hier wird's richtig Krieg geben gegen die Zombies. Ich weiß nämlich, wo Raccoon City ist. Raccoon City ist hier. Ein Riesenstadt. Eine Riesenstadt. Das war zu geil. Das war doch eine coole Nacht, oder? Wir haben schön gemetzelt. Mit meinem Zweihandhammer. Oh, ich spiele mit den Hämmern. Das ist geil. Na gut. Da ist meine Abkürzung. Dass wir uns nicht irgendwie Schaden machen. Schon wieder ein Crawler irgendwo. Aha. Komm her, du. Zeig dich mal. Und jetzt? Na gut. Forever Video. Ah, Gelbauge. Die sind ein bisschen stärker, ein bisschen schneller. Aber nicht für mich. Hallo. Ja. Einfach zermatscht. Die alte Oma. Komm, wir laufen mal noch gemütlich nach Hause. Ah, den Morgen genießen. Das Spiel ist so geil. Eine Schlanke. Oder? Nee. Aha. Komm her. Das ist halt geil, dass ich die betäuben kann. Ey, Roswitha. Dich klopf ich. Ich will die klopfen. Jawoll. Die Sonne geht auf. Eine Horrornacht ist vorbei. Für mich war es eine Erholungsnacht. Wir haben nicht wirklich Treffer abgekriegt, nix. Wir werden mal gucken, dass wir jetzt zur Händlerin im verbrannten Biom gehen. Aber die Stunde ist schon wieder rum. Wahnsinn. Die Zeit bei dem Spiel verfliegt. Mein Schatzi müsste auch gleich aufstehen. Die ist ja auch süchtig nach dem Spiel jetzt. Wir haben ja auch eine Map mit meinem Bruder zusammen. Da sind wir schon wieder am Endgame. Wir fahren mit den Autos schon wieder rum, haben die Drohnen. Ah, schön, gell? Das wird so geil mit dem Zweihandhammer. So, mein Guter, dann wollen wir mal ein bisschen Wasser abkochen.
16 Wasser. Wo bitte findet man kein Wasser in dem Spiel? Ich will's doch nur verstehen, Leute. Ich versteh's wirklich nicht. Keine Ahnung. Auch Essen. Wir haben genug. Fleisch und das ohne den Skill. 70 Fleisch. Larum. Einmal trinken. Einmal essen. Komm, wir nehmen. Ja, Nudeln. Also die Konserven müssten sie trotzdem ein bisschen hochnehmen. Das sind scheiß Konserven. Wenn ich so eine Konserve Nudeln fresse, bin ich satt. Also das müsste schon wenigstens 20 machen oder so. Das ist doch nichts. 25. Je nachdem. Dass so ein Thunfisch nicht viel hat, das ist mir klar. So eine kleine Dose. Die sind ja meistens zu klein. Aber wenn ich hier so eine Dose Ravioli esse oder ja, eine Dose Chili, dann bist du satt. Naja. Ja, gut. Wir gehen mal noch zum Händler, komm. Dann werden wir jetzt schön Geld machen. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. In dem Fall nehme ich natürlich den Honig. Fine, take a fucking look. 300, 100, 72. Da haben wir schon wieder 600. Hast du irgendwas noch sonst? Nö, gell? All that gawking at goods and that's all you buy? Und dann skillen wir. Brauche ich noch nicht. Dann lasse ich das diesmal auch weg. Dann brauche ich es nicht. Erstmal. Dann bleiben wir in den zwei Bäumen hier. Dann würde ich jetzt schon weiter auf Stärke gehen. Dass wir gleich die... Zwei Punkte. Komm, einmal Ausdauer. Dann bleiben wir in den zwei Bäumen. Erstmal. Die bauen wir komplett aus. Ach so, eine Quest kannst du mir trotzdem mal geben. Hey, Jerk. You need some work? Or what? The Richmond Residence. I'd say it's been an honor to work with you. But it would be a lie. Die müssen wir nur säubern. Gut. Dann gucke ich mal kurz nach, wo das verbrannte Biom ist. Kann euch ja die Map mal zeigen. So. Das verbrannte Biom ist im Süden. Das ist die Map. Und wie ihr seht, wir haben die große Stadt, die Riesenstadt gleich neben uns. So. Und die Händlerin liegt quasi. Wir laufen die Straße hinter und kommen direkt auf die Händlerin zu. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Haben wir noch was zum Verkaufen? Was vielleicht ein bisschen wertvoll ist. Ja, sowas hier, ne? Ah, das möchte ich schon gern behalten. Stahlvorschlaghammerteile behalten wir. Guck dir das an. Gut, wenn wir ins verbrannte Biom gehen, geht ja auch die Loot Stage hoch. Wo sind wir denn eigentlich? 20, ja? 12.
Da sind wir dort ungefähr bei 20. Wir finden also auch besseres Zeug. Ne? Wir gehen zur Händlerin. Ich überlege gerade, normalerweise müsste man ein bisschen Wir müssen es ohne Munition packen. Wir sind ja jetzt nicht wehrlos. Guck mal, das Ding, das funzt ja rein. Damit boxen wir auch so einen Hund um. So, das warten wir noch ab. Und in der nächsten Folge geht's also schon ins verbrannte Biom. Warum nicht? Wir wollen ja wenigstens mal zur Händlerin. Dort kann man nämlich auch noch mal schnell was abluten. Die hat ja nicht schlechtes Zeug in ihrer Base. Wasser, mindestens ein Buch, Essen, Heilung, findest du alles dort. So, und wie man sieht, keine Essens- und Trinkenprobleme. Gut, bis dann.